Kostja Ullmann und Ehefrau Janine sind seit Dezember 2018 offiziell getrennt. Mit einem gemeinsamen Foto aus glücklichen Tagen geben die beiden auf Instagram ihre Trennung bekannt. Kostja und Janine beteuern damals, sie hätten sich im Guten getrennt und bleiben weiterhin Freunde. Seit der Trennung ist einige Zeit vergangen. Jetzt treffen sich der Schauspieler und die Moderatorin im Rahmen des Range Rover Evoque Events in Berlin wieder. Aber wie gehen die beiden jetzt mit der veränderten Situation um? Ich versuche einfach so weiterhin so liebevoll damit umzugehen, wie es die Situation so hergibt. Aber ich glaube, generell liebevoll miteinander umzugehen, das ist es eigentlich. Und wie sieht das Ex-Mann Kostja? Es ist total entspannt. Also entspannter könnte es nicht sein. Manchmal ist es erschreckend, wie entspannt es ist wahrscheinlich, ja. Natürlich sind bei diesem öffentlichen Aufeinandertreffen alle Augen auf die hübsche Blondine und Kostja gerichtet. Das Ex-Paar sorgt hier definitiv für eine echte Überraschung, denn Szenen wie diese hätten wir beim besten Willen nicht erwartet. Die beiden umarmen sich und freuen sich sichtlich, einander wiederzusehen. Schaut man sich diese Bilder so an, ist kaum zu glauben, dass Kostja und Janine mittlerweile getrennte Wege gehen. Von bösem Blut keine Spur. Das bestätigt auch die hübsche Blondine im Interview. Ich glaube, man muss nicht immer mit Riesenstreit und einem auseinandergehen. Also ich glaube, es ist eher schöner, wenn man das respektiert, was man ja auch miteinander hat. Das Paar war 10 Jahre lang zusammen und trotz Trennung verbindet die beiden nach so einer langen Zeit natürlich immer noch sehr viel. Schön zu sehen, dass sich der 34-Jährige und die Moderatorin immer noch so gut verstehen.